Hey ho Leute und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir weiter. Als erstes haben wir den Online-Modus wieder mal ein bisschen bespielt. Ja, Sieg und das ganz, ganz komisch. Dementsprechend heute mal Einzelspieler-Modus. Wir spielen dann gegen das nächste Team, aber auf Profi, obwohl der Halbprofi steht. Theoretisch haben wir, glaube ich, die letzten Male auch jedes Mal dann hochgestellt. Ja, bislang in der Saison unentschieden, 3-0 Sieg, sollte heute hoffentlich weitergehen. Andersrum, wir haben jetzt ja diese Aufstellung hier. Ich habe ja nicht groß geändert gegenüber dem letzten Mal. Ich bin der Rollen. So, genau. Tevez ist angeschlagen, liegt einfach daran, dass wir mit Tevez jetzt im letzten Spiel noch gespielt haben. Unser Held, unser halber Held, Skulason mit einer Verletzung, zwei Spiele. Und ja, dementsprechend, wir spielen aber einfach mit dem Team jetzt. So, wir spielen heute mit Auswärtsdress, genau, weil wir mal auswärts wieder spielen können. Und dann ändern wir hier einiges, unter anderem Profi, unter anderem Schnee. So, sollte heute hinhauen hoffentlich. Und gucken wir mal. Also, der Gegner kommt aus der französischen zweiten Liga. Die französische zweite Liga habe ich ehrlich gesagt nicht so mehr so im Blick, also... Ja. Gut. Keine Ahnung. Genau. Er stolpert über seine eigenen Füße. Ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Jo. Auf Platz 1 Let's Play Big Boss insgesamt mitgemacht haben. Einige. 23. 23 haben mitgemacht. Und damit willkommen zum ersten nächsten Ligaspiel, zum dritten Ligaspiel. Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wir hatten ja dazwischen, zwischen dem letzten Ligaspiel und dem jetzigen Ligaspiel, einerseits eure Teams, andersrum die Teams der Woche und alles Mögliche. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir das letzte Spiel gemacht in dieser Liga. Sollten wir heute mal wieder weitermachen. Würde ich mal sagen. Ja, ja. Gut, heute Ziel ist natürlich klar, gewinnen. Alles andere als gewinnen wäre eine Schande, weil wir brauchen jeden Sieg. Wir brauchen einfach jeden Sieg und dazu ist es ja auch noch so, dass wir auch noch einmal Weltklasse als Gegner haben und wir wahrscheinlich gegen Weltklasse wieder unentschieden spielen und dementsprechend heute Sieg Pflicht ist. So, Schiedsrichter kommt heute aus Russland. Jop, und, jop, und, jop. So, die Aufstellung vom Gegner, ja, wie ich schon eben erwähnt hatte, also französische Liga, zweite besser gesagt, die französische zweite Liga verfolge ich nicht wirklich, also ich kann da jetzt keinen irgendwie Bekannten daraus erkennen. Bei uns im Team, ja, wir haben eigentlich im Endeffekt auf einigen Positionen geändert, damit die Spieler wieder fit sind, oder besser gesagt, die wichtigen Spieler wieder dabei sind. Ja, Tevez letztes Mal wahrscheinlich wirklich nur als derjenige, vielleicht derjenige, der einfach nur das Prestige hochgehoben hat. Nicht der die Tore geschossen hatte. Hoffentlich wird es sich heute ändern. Wir spielen wieder heute auswärts, das heißt wieder keine Torhymne, keine Einlaufhymne, keine nix. So, Flanke kommt, Flanke geht. Natürlich ist es immer was anderes, upsala, online zu spielen und dann offline... Entschuldigung, offline und dann online zu spielen, weil das ist ja auch zwei verschiedene Kaliber. Du kannst ja online natürlich den größten Noob haben, den du haben kannst, und dann online auf Profi wieder spielen, offline wieder auf Profi spielst und dann, was mache ich denn jetzt hier? So, super gemacht, siehst du, der wäre jetzt nämlich hier im Online-Modus, wäre der nämlich jetzt hier weitergelaufen. Jetzt einfach gut kurven können. Ja, schade. Okay, auch drumrum. So. Normalerweise ist es ja so, dass ich immer so Themen habe. Wie jetzt zum Beispiel. Das heutige Thema bei mir ist
Gibt es Sachen bei euch, die ihr entweder verkauft oder verschenkt habt, was ihr nachträglich bereut? Also es gibt ja beispielsweise ich, bei mir ist das so, dass ich mir dass ich sowas bereut habe oder bereue oder wie auch immer, je nachdem wie man das sieht. Ich hatte damals einer guten Freundin, das habe ich auch schon mal erzählt hier, das Spiel FIFA WM 2002 für, ich glaube, irgendwie 10 Euro oder so verkauft gehabt. Ja, das habe ich nachträglich bereut. Meine jetzige Frau hat mir das nachträglich dann auch nochmal geholt, für deutlich mehr, als ich gekriegt habe. Aber nun gut, dafür habe ich das jetzt wieder. Und ich fand das echt toll. Und ja, klar, es war natürlich, ja, das war jetzt doof. Das war jetzt natürlich so ein bisschen, ja, doof von mir, dass ich das irgendwie verkauft habe. Ah, ich fand es echt toll, dass sie das nachträglich mir wieder gekauft hat. Fand ich echt toll. Aber es gibt ja auch einige Sachen, die das eben nicht möglich sind. Also die man nicht nachträglich so von wegen wieder kaufen kann. Also oder ja, wohl doch. Ne? Na, wohl nee, doch. Also es gibt ja auch einige Sachen, die deutlich größer wert sind. Weiß ich nicht, was habt ihr, was ihr mal hattet und im Endeffekt damals gedacht habt, ja, das ist die richtige Entscheidung und dann doch nicht die richtige Entscheidung war. Unter anderem auch bei mir. Ich hatte meine Super Nintendo und hatte mir damals, als die GameCube rauskam, brauchte ich halt ein bisschen Geld und ja, dummerweise habe ich meine ganzen Spiele für die Super Nintendo plus Super Nintendo verkauft. Ja, auch so ein Fehler, aber sagen wir mal so, mittlerweile gibt es ja diese Retro-Games und da kannst du dann die runterladen und das passt schon. Natürlich ein bisschen Geld wieder in die Tasche und das. Ärgerlich ist es, ja, aber man kann es ja nicht rückgängig machen. Obwohl, mich würde schon interessieren, was aus meiner Super Nintendo geworden ist. Ob die schon wieder an 2-3 wiederverkauft worden ist oder ob die einfach nur noch im Schrank irgendwo steht und rumgeistert. Wer weiß. 1-0. Tennis mit dem 1-0. Wir führen. Das war jetzt einfach eine lockere Passstaffette. Hin, her, links, rechts. Tevez schnell genug. Unsere Nummer 5 macht das Ding. Wir führen. Und zack. Ja, Torwart will lange uns verunsichern, aber Tevez, ganz ehrlich, der ist relaxed. Der kann das. Der hat da schon öfter Erfahrung mit. Und damit führen wir. 1-0, 26. Minute. Ah, kein Handspiel. So. Ja, theoretisch würde es mich wirklich interessieren, was bei euch dann der Fall ist. Ja, kann man so stehen. Ja. Gehen wir zurück aufs Spiel. Also, der Gegner liegt 1-0 zurück. Bislang, ja, vehement wehrt er sich dagegen. Also, das ist gut oder auch nicht, je nachdem. Aber wir können hier schön passen und das ist auch gut. Und so den Gegner leicht verunsichern. So, wieder nach hinten. Nach vorne, Richtung Tevez. Ah, schade. Geht da jemand dazwischen. Ich habe auch überlegt, eventuell mal einen Tag zu machen hier, einen Videotag, wo wir die Trophäen holen, die es so gibt momentan, also die man hier relativ einfach kriegt. Siehe beispielsweise die Trophäe mit dem 100% Torschussgarantie. Dann muss man in einer Partie 10 Mal aufs Tor schießen und 10-0 gewinnen oder sowas. Die würden wir zum Beispiel machen. Dann einige Damen-Dinger machen, die wir ja dann in dem Falle wahrscheinlich spätestens dann am Spontan-Matchday haben. Der ja auch irgendwann ganz spontan kommen wird. Okay, nicht so extrem ganz spontan, also ich werde das schon ein paar Tage vorher ankündigen. Zwei, drei Tage. Im schlimmsten Fall werde ich das dann direkt an dem Tag ankündigen, also das ist dann der allerschlimmste Fall. Also, ja. So, Freistoß, sehr, sehr weit und das ist natürlich ganz doof, dass der jetzt direkt in den Mann da reingeköpft hat. Gut.
Und wenigstens hat er seinen Fehler ausgebügelt. Also das ist ja. Das wäre sonst kritisch. So, jetzt wieder Pass und Pass und Pass und Pass, aber Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Passt nicht. So, Nachspielzeit beträgt 0 Minuten. Das heißt, das wird gleich wieder abgepfiffen. Dann pfeif auch mal bitte. Danke. Damit wir wenigstens das haben. 0 zu 1 Führung. Ja. Darf man so machen. Ja. So, wir führen, ein einziger Schuss ist bislang wirklich ein sehr, sehr mittelfeldlastiges Spiel. Also, aber komm, das ist egal. Wenn wir hier im Mittelfeld hier so ein bisschen so vor uns her dümpeln heute, sagen wir einfach, wie es ist. Es ist dann halt einfach so. Na, wenn dein Abschluss das Ergebnis stimmt, wie ich immer so gerne zu sagen pflege, wenn du jedes Spiel in der Liga 1 zu 0 gewinnst, bist du auch Meister. Also, jetzt vielleicht die nächste Chance, mal endlich eine Chance. Und das 2 zu 0, siehst du wohl. Da macht sich einfach mal das bezahlt, das was wir machen. 2 zu 0, jupp. Sowas nennt man Effizienz pur. Manchmal ist es einfach auch mal gut, einfach mal ruhig zu spielen. Nicht hier irgendwie aufgetakelt, wollte ich schon sagen. Unruhig, ne? Einfach ganz souverän. Wir führen hier, wir können dieses Spiel wirklich über die Zeit schaukeln. Und müssen hier nicht. Ja, faul. Freistoß. Wir müssen hier nicht irgendwie auf Teufel komm raus, dieses Tor zu erzielen, weil wir haben es. Jetzt führen wir mit 2 Toren, also dann müssen wir jetzt sogar noch weniger machen, theoretisch. Weil im allerschlimmsten Fall, wenn wir eins kassieren sollten, haben wir noch einen Torvorsprung. Aber wir machen erstmal hier wieder, ups, wir haben mit viel Passverhalten erstmal wieder hier schön. Schön, unsere Demonstration von Stärke. Nein, Spaß. Gut. Ja, jetzt ist der Gegner natürlich doof, weil er jetzt den Ball. Ja? Na, willst du? Na, willst du? Oh, wow, unser Keeper kriegt den. Sehr schön gemacht. So, Nachschuss. Unser Keeper kriegt den wieder. Siehst du, der ist nämlich gar nicht mal so schlecht, unser Keeper. Auch wenn er nur ein Bronzetorwart ist. Ja, aber ganz ehrlich, der hat schon mehr gehalten als unser eigentlicher guter Torwart Wellenreuter, der ja nicht so ganz immer auf der Höhe ist. Aber sind wir mal trotzdem gespannt. Also ich bin persönlich sehr gespannt auf das Team des Monats Februar, wer denn dabei sein wird. Es ist ja relativ schmal dieses Mal gestrickt. Wir haben nicht alle Spieler benutzt. Ich werde wahrscheinlich noch die nächsten Male dann wirklich die beiden Koreaner raustun. Und dann noch andere Spieler reintun, dass wir wirklich auch mal mit einigen anderen noch mal agieren können. So, Wechsel. Doppelwechsel bei unserem Gegner. Wir wechseln nicht, wir führen, wir brauchen das nicht. So, Stunde rum. So, und im nächsten Monat haben wir auch keinen Schnee mehr. Ja, Autosache von an euch. Hat's bei euch geschneit in letzter Zeit? Also hier in Schleswig-Holstein hat's geschneit in letzter Zeit. Das ist völlig überraschend. Okay, der Schnee blieb nicht lange liegen, aber hey, wir haben Februar. Andersrum, okay, die letzten Jahre war das auch immer mal wieder so, dass wir im Februar, März nochmal Schnee hatten. Ich hatte das ja auch so ein bisschen vermutet, falls man den einen oder anderen alten Teil nochmal guckt. Da habe ich ja auch gesagt, im Februar ist es auch manchmal so, dass es noch schneit und deswegen bei uns schneit es im ganzen Monat. So, jetzt vielleicht die nächste Chance. Ah, schade. Aber nicht zum Torabschluss. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen anders gelaufen. Den kriegt er nicht mehr. So, gucken. Ist da wer frei? Jupp, da ist wer frei. Und abgeblockt Ecke. Das war der erste Fehlschuss, würde ich mal sagen. Und es gibt Eckball. Ecke kommt und Kopfball und drin ist er! Und drin ist er!
3-0. Super gemacht. Flanke, Kopfball, drin ist er. Dafür brauchen wir im Endeffekt nicht die Torkamera, die interessanterweise, das habe ich mittlerweile auch gelernt, bei FIFA 16, die Torkamera gibt es nicht bei der PS3, sondern bei der 4er. Aber hier sehen wir klar und deutlich, dass der Ball ins Tor gegangen ist. Hier und heute hätten wir die Torkamera zum ersten Mal benutzt. Hier, innerhalb, weiß ich nicht, von wie vielen Monaten? Wir sind jetzt im Februar, ne? Zum ersten Mal hätten wir die Torkamera gebraucht und die Torkamera hätte gesagt, jep, das Ding ist drin. Sehr schön. 3-0. Ja. War aber schon nach 2-0 Messe gelesen. Aber so erhöhen wir halt nochmal. So, nächste Chance. Machen wir wieder das gleiche. Tricks wir ihn wieder so aus. Jo, und... Ah, schade. Die Chance war da. Aber leider nicht so genutzt, wie man sie vielleicht nutzen könnte. Ja, Tevez hätten wir auch theoretisch auch anspielen können. Aber von der Theorie her. So. Falls ihr euch gewundert habt, warum heute der Bundesliga-Tipp nicht online kam, also das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, der kommt noch. Braucht euch keine Sorgen machen, der wird noch kommen im Laufe der Woche. Bloß, sagen wir mal so, ja, ich sehe ein bisschen lidiert aus. Also jetzt nicht Prügelei lidiert, sondern eher lidiert wegen meiner Erkältung. Im Endeffekt knallrote Nase und alles und ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn das so ein bisschen abgeschwollen ist, so, dann machen wir wieder weiter. Der Bundesliga-Tipp kommt, also da keine Sorge. Hier Bundesliga-Tipp hier veröffentlichen werde ich nicht, das ist klar und das ist nicht das 3-1. Hier den Bundesliga-Tipp veröffentlichen werde ich nicht, das ist klar, weil ganz ehrlich, es gibt einige halt, die auf diesem Kanal lediglich da sind wegen den Bundesliga-Tipps. Das war ja auch eigentlich im Endeffekt nach den Vlogs die Idee eigentlich, dass dieser Kanal durch Bundesliga-Tipps bekannt wird, nicht durch Let's Plays. Aber, nun gut, das sieht man ja auch manchmal, also dass einige, ups, Alter, einige meiner Projekte ja doch eher weniger ankommen, also FIFA doch schon mehr. Klar, ja, auch wenn da jetzt ein oder andere sagt so von wegen, ja, du hast doch nur 20 Aufrufe. Ja, 20 Leute, die sich das angucken. 20 sind mehr als 0. So, und ja, Bundesliga-Tipps sehen dann immer ein bisschen anders aus, mit irgendwie so knapp 300. Ist auch nicht viel für schon jemanden, der jetzt ewig drin ist, aber 300 Leute, die sich die Bundesliga-Tipps angucken, sind 300 Leute, die sich die Bundesliga... Okay, es kann auch sein, dass es nur 200 sind und die, weiß ich nicht, einmal an dem Rechner und einmal an dem Rechner sich das angucken. Aber ich finde es echt top. Ne? Ein Danke dafür, dass ihr euch dieses Video jetzt hier anguckt. Also, wenn ich wüsste, wer sich diese Videos... Okay, ja, 3-4 Leute, obwohl, nee, nicht 3-4 Leute. Ich glaube, mittlerweile, wenn ich das jetzt überlege, so 12 Leute, die wüsste ich sofort sogar, die sich das angucken würden. Oh, ich hoffe mal, dass diese 12 noch alle da sind. Also, auf jeden Fall Daumen hoch an die, aber leider kann man ja nicht sehen, wer derjenige ist, der das schauen würde. Ich glaube, wenn das irgendwann mal bei YouTube der Fall wäre, ich glaube, dann würde ich da ja, einen Daumen hoch geben. Keine Ahnung, wenn es so viel gibt. So, Foul, ja, im Strafraum des Gegners, mit Freistoß. Gut so. Gut. Ja, 3-0 gewonnen. Außer wir verkacken das jetzt hier richtig. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Und die lassen wir hier ganz souverän. Ja, machen wir mal eben dicht. Ganz souverän ablaufen. Unser Torwart auch nochmal den Ball haben. Und ja. Rüber. So geht das. 3-0 gewonnen, jetzt kein Highlight-Spiel. Also, das ist so ein Spiel, weil man sagt, okay, muss nicht gesehen sein, aber ist gesehen worden. Weil Effizienz war das jetzt nicht so extrem. Spieler des Tages ist unser rechter Mittelfeldmann. Auf der anderen Seite der rechte Verteidiger, aber naja, gut. Ja, gut. 502 Coins, 1000 wegen den Boost.
Und ja, da sieht man hier auch in der Statistik, wir haben in der zweiten Halbzeit doch ein bisschen was gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir ja doch eher defensiv dabei. Siebter Punkt. 22 brauchen wir, 7 Spiele haben wir noch. Das heißt, eine Differenz von 15 in 15 Spielen, 15 Punkte in 7 Spielen. Das heißt, mindestens sollten wir überall, also mindestens 2 Punkte holen. Naja, ne? Deswegen ist es eben wichtig, dass wir diese ganzen Sachen hier auf Profi allesamt gewinnen. Das nächste Spiel ist wieder auf Profi. Hier unten das Spiel. Sollten wir auf der gegen Le Harfay, sollten wir mindestens unentschieden spielen. Dann sind wir durch. Dann brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Gut, dann sehen wir uns morgen hoffentlich. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, ich kann niemanden dazu zwingen. Bis morgen und tschüss.